Heute kam in FIFA die nächste Dynamic Duo SBC raus. Und zwar zu Harrison und Rodrigo von Leeds United. Diese lilanen Dynamic Duo Karten können eigentlich nichts Besonderes. Das Coole ist halt, dass immer gleich zwei Karten rauskommen, die man dann gut verlinken kann. Auch diesmal sind die Karten sogar wieder relativ günstig. Schauen wir jetzt aber mal rein, ob sich die SBCs hier lohnen oder eher nicht. Schauen wir uns erstmal kurz Harrison an. Der ist Engländer, hat 4 Sterne Skills, leider nur 3 Sterne Weakfoot, was trotzdem noch in Ordnung ist. Er hat die Arbeitsraten hoch. Sein Accelerate ist Explosive, man kann ihn aber auch zu Controlled machen. Harrison kann nicht nur LM spielen, sondern auch auf dem linken Flügel und als rechter RM. Das ist auf jeden Fall auch praktisch. Die Werte sehen eigentlich echt durch und durch ziemlich gut aus. Er hat solide Tempo-Stats und auch die Dribbling-Stats sehen ziemlich gut aus. Schießen und passen kann er auch ganz gut und die Ausdauer ist auch noch relativ gut. Hier stimmt eigentlich alles für einen Flügelspieler. Als Chemistry Style passt dann eigentlich auch noch ein Engine richtig gut, so hat er perfekte Werte für einen Flügelspieler. Das krasse ist hier, dass man für die Karte nur ein 83er Team abgeben muss, was umgerechnet nur 16.000 kostet. Das ist wirklich relativ günstig, die SBC läuft noch bis zum 18. Oktober. Schauen wir uns hier mal Alternativen an. Auch aus England und auch aus der Premier League ist Sterling, die Once Watch SBC kostet 150.000. Die ist aktuell auch noch abschließbar und die kann sich halt auch noch upgraden. Dann gibt es Jungberg als Hero für nur 75.000, der ist von den Werten halt recht ähnlich, auch auf der gleichen Position, ist aber nochmal teurer. Dann gibt es noch als Goldkarte Diaz für nur 14.000, der ist an sich halt auch eine gute Alternative, aber vielleicht so nur als Goldkarte ein bisschen langweilig. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann lasst euch jetzt gerne mal ein Like und ein Abo da, um uns zu unterstützen. Machen wir jetzt mal weiter mit Rodrigo. Der spielt auch für Leeds United, kommt aber aus Spanien, hat auch 4 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot und die Arbeitsraten hochmittel. Sein Accelerate ist controlled und den kann man auch nicht mehr verändern. Rodrigo kann, was ganz nice ist, nicht nur Zehner spielen, sondern sogar auch als Stürmer. Die Werte sind insgesamt sehr ähnlich zu Harrison, er ist ein bisschen langsamer, kann dafür aber besser passen und auch die Schusssets sind besser, gerade was die Schusskraft angeht. Mit 92 ist sie schon ziemlich stark. Beim Chemistry Style werden wir dann noch mit dem Finisher gehen, vor allem für die Zehner Position ist das perfekt. Vor Rodrigo muss man ein bisschen mehr abgeben, nämlich ein 84er Team. Das kostet laut Footbin ca. 30.000. Ähnlich auf der 10 aus der Premier League ist zum Beispiel Odegaard in der neuen Live-Version für 90.000. Der ist langsamer, hat dafür aber 5 Sterne Skills. Und ein klassischer 10er aus der Premier League ist auch noch Foden in der Gold-Version für 20.000. Hier sind die Werte teilweise schwächer, manchmal aber auch besser. Beide Karten kann man natürlich wie gesagt gut untereinander linken. Hier kommt schon mal ordentlich was zusammen, wenn man beide im Team hat. Sinisterra wäre noch eine günstige Karte von Leeds, ansonsten gibt es Adama Traoré zum Beispiel als Spanier aus der Premier League. Sollte man die SBCs also eher machen oder lassen? Die Dynamic Duos sind auf jeden Fall eine coole Sache, da man beide direkt verlinken kann. Für Karten aus der Premier League geht hier der Preis auch echt voll klar. Harrison gefällt uns hier auf jeden Fall nochmal besser, weil der echt saugünstig ist, gut linkbar ist und echt ziemlich gute Werte hat. Hier würden wir auf jeden Fall machen sagen. Rodrigo ist halt ein bisschen teurer, ob man den dann braucht, ist die Frage, aber er bietet sich natürlich an als Linkmöglichkeit. Was ist deine Meinung? Wirst du die SBCs abschließen? Schreib uns das gerne mal in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.